Hallo und herzlich willkommen im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Johanna Bussemer, ich bin Leiterin des Europareferates hier in der Stiftung und ich freue mich, euch alle zu unserer Webinarreihe begrüßen zu dürfen. Europa steckt in einer tiefen Krise, da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mal anfangen, drüber zu reden. Deswegen heißt unsere Reihe auch Europa, wir müssen reden. Und die Idee ist, dass wir in dieser Reihe mit euch, mit Genossinnen und Genossen, mit Freunden, mit Partnern zu wichtigen Themen der aktuellen Situation in Europa in Kontakt kommen. Und wir freuen uns besonders, dass wir für dieses erste Auftakt-Webinar eine enge Freundin und Genossin und zwei enge Freunde und Genossen gefunden haben, die die Krise in Europa mit uns diskutieren. Und ich begrüße ganz herzlich Martin Schürdemann. Martin ist Co-Vorsitzender der GUE-NGL-Fraktion im Europäischen Parlament. Er war auch mal Büroleiter in Brüssel und ist sozusagen ein Kollege aus unserem Referat. Ich begrüße Lisa Mittendran von ATTAC Österreich und Marc Bergfeld von UniGlobal Union, auch eine enge Partnerorganisation von uns. Für die Moderation übergebe ich jetzt an, wir können schon darauf verweisen, dass wir zwei weitere Veranstaltungen in Planung haben, und zwar am 11. und 18. Juni wollen wir diskutieren, einmal über Herausforderungen der politischen Ökonomie in der aktuellen Situation in Europa, auch mit Ideen wie zum Beispiel dem Green New Deal. Und dann wollen wir mit euch diskutieren über die Migrationspolitik in Europa, die großen Herausforderungen, die gerade auch in den letzten Wochen und Monaten in Griechenland uns nochmal gestellt worden sind. Wir freuen uns aber jetzt heute erstmal auf eine spannende Diskussion und ich übergebe an meine Kollegin Wenke Christoph, die diese Diskussion moderieren wird. Danke. Ja, vielen Dank, Johanna. Auch von mir nochmal hallo, schönen Abend und vielen Dank schon mal, dass ihr kommt. Das Wetter ist zwar jetzt heute Abend nicht so gut wie die letzten Abende, aber trotzdem ist ja so mancher lauer Sommerabend vielleicht doch immer ganz nett draußen zu sitzen und nicht am Computer. Insofern schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, zu der Veranstaltung. Und genau, wir haben uns überlegt, was wäre ein guter Einstieg für so eine Webinarreihe zur EU und Corona und glauben halt, dass es einen ganzen Sack voller Themen, große Vielfalt von Themen gibt, die man zu Europa diskutieren müsste in der aktuellen Zeit. Es geht um die Frage irgendwie, wie handlungsfähig war eigentlich die Europäische Union oder ist sie in der aktuellen Krise, was auch die Gesundheitspolitik angeht? Welche Folgen hatten aber zum Beispiel auch jahrzehntelange Spar- und Privatisierungspolitiken für die Gesundheitssysteme und auch für ArbeitnehmerInnen in der EU? Wie sind eigentlich diese ganzen Hilfspakete, die jetzt jeden Tag aufs Neue geschnürt werden, mit Milliarden von Euros bestückt werden? Wie sind die eigentlich zu bewerten aus linker Sicht? Und wer bezahlt dafür am Ende? Und diese Fragen wollen wir diskutieren. Genauso aber auch, was sind eigentlich die Themen, die linke Akteure, die progressive Akteure, wie zum Beispiel Gewerkschaften, wie internationale Netzwerke wie ATTAC oder auch die Linke in den Parlamenten einbringen sollten. Also was muss sich in der EU ändern, damit auf Corona nicht zum Beispiel ein weiteres Jahrzehnt von Austeritätspolitik folgt? Was können und was sollten progressive Akteure jetzt eigentlich fordern? Was für Konzepte braucht es? Johanna hat unsere drei Referentin und DiskussionsteilnehmerInnen schon vorgestellt. Deshalb mache ich jetzt sofort weiter mit meiner ersten Fragerunde an die drei diesen Einstieg geben soll in die Themen, die wir heute diskutieren wollen. Also wir schauen heute zurück in, sagen wir, zweieinhalb Monate Ausnahmezustand und Krisenpolitik. Es gibt keinen Ton. Hört mich jemand? Ja? Okay. Okay, dann muss das Problem wohl ein spezifisches sein. Vielleicht nochmal den eigenen Ton dann anschauen. Okay, wir schauen also zurück auf zwei Monate Lockdowns, Grenzschließungen, regional, zum Beispiel in Italien oder auch in Spanien, überlastete Gesundheitssysteme
und ein doch ganz erheblich eingeschränktes politisches Leben in unseren Ländern. Und meine erste Frage an Martin und Lisa und Marc ist, worin sind in den letzten Monaten da auch Probleme, Konstruktionsfehler oder Konflikte der EU für euch sichtbar geworden, zutage getreten, in der Form, wie diese Krise sich in Europa abgespielt hat? Also welche zentralen Probleme der Europäischen Union, der Europapolitik seht ihr vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, vor dem Hintergrund eurer Praxis? Und welche Herausforderungen seht ihr vielleicht auch deshalb für linke oder progressive Politik aktuell? Vielleicht fängst du an, Marc. Du musst dich noch, stellst du noch deinen Ton ein? Warte, ja. Ja, perfekt. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, um hier mit euch diskutieren zu können. Also das Ding ist, ich überlasse mal den anderen so die makroökonomischen Faktenlage und was sich dort gerade abspielt mit den ganzen Rettungspaketen und Finanzspritzen. Obwohl ich dazu einiges gelesen habe, muss ich mich selber noch dazu weiterbilden. Und das ist, deswegen sind solche Veranstaltungen ja immer ganz gut, das zu machen. Ich denke, als Gewerkschafter und eine Person, die sehr viel über Arbeitsbeziehungen und prekäre Beschäftigung und Migration schreibt, ist vor allem mein Fokus darauf gerichtet. Und was wir am Anfang der Krise gesehen haben, ist, dass viele Migrantinnen und Migranten, die von der Reisefreiheit profitiert haben, innerhalb der EU plötzlich in ihren Ländern festsaßen und sich nicht mehr wegbewegen konnten. Das war insbesondere für die Leute, die in der ambulanten Pflege arbeiten, der Fall. Und plötzlich waren diese Beschäftigtengruppen entrechtet und konnten sich nicht mehr frei bewegen. Zur gleichen Zeit haben wir gesehen, dass die deutsche Regierung zum Beispiel rumänische Beschäftigte dann in Anführungsstrichen importiert hat, obwohl derzeit noch in Deutschland der Lockdown war und obwohl die Arbeitgeber nicht garantieren konnten, dass die Hygiene und neuen Arbeitsstandards erhalten werden konnten. Das zum einen, und das fand eigentlich zuallererst für migrantische Beschäftigte statt. Das zweite, was wir gesehen haben, ist eigentlich eine ganz positive Entwicklung, und zwar, dass die Leute, die täglich, Tag ein, Tag aus für ältere Leute, für Menschen mit Behinderungen pflegen oder für Kinder pflegen oder im Gesundheitssystem arbeiten, für diese Leute eine neue Anerkennung zuteil wurde. Und das ist eine positive Entwicklung. Und in vielen Staaten ging das damit einher, dass diese Beschäftigtengruppen als essentiell eingestuft worden sind. Nichtsdestotrotz fand keine Neubewertung dieser Arbeit statt im Sinne von höhere Löhne wurden nicht für diese Leute festgelegt. Und was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass dieser essentielle Status von vielen Arbeitgebern auch ausgenutzt worden sind. Nur um ein Beispiel zu geben, ist, dass die ganzen Amazon-Warenlager zum Beispiel weiterhin arbeiten mussten. Und obwohl es dort zwangsgegebenermaßen zu höheren Preisen die Beschäftigten gearbeitet haben, hat es eigentlich dazu geführt, dass Jeff Bezos um einiges reicher ist als um einiges reicher vor der Krise. Um zum Gesundheitssystem zurückzukommen, was wir gesehen haben, und da ist es wirklich so, dass wir auf die EU-Politik zu sprechen kommen, ist, dass die südeuropäischen Länder, insbesondere Spanien und Italien, sehr stark von der Coronavirus-Krise betroffen waren. Und was wir in den vorherigen Jahren gesehen haben, ist immer wieder, dass die Troika und verschiedene Geldgeber darauf gepocht haben, dass diese Gesundheitssysteme zu teuer waren, dass Krankenbetten und Intensivstationen abgebaut werden müssen. Und nun ist es wirklich zu einem Crash in diesem Gesundheitssystem zu kommen, was
was ein wahrhaftiges Produkt der vergangenen Politik darstellt. Und wenn man sich nur daran zurückerinnert, es wurde immer gesagt, Italien hätte so ein gutes Gesundheitssystem. Und das wurde wirklich durch die Austeritätspolitik unterminiert. Um mal zu meinem letzten Punkt zu kommen, glaube ich, dass wir wirklich gesehen haben, dass Migrantinnen, migrantische Beschäftigte sowie Frauen die Krise gemeistert haben. Und jetzt werden neue Kämpfe daraus entstehen, höchstwahrscheinlich, wie diese Beschäftigte entlohnt werden, wie die Umverteilungspolitik in Europa gestaltet wird und inwiefern linke Kräfte, Gewerkschaften eine Stimme und auch diese eine neue Agenda voranbringen können. Vielen Dank, Marc. Das ist schon mal ein ganz spannender Blick, sowohl über die Gesundheitssysteme als auch was eigentlich mit unseren Arbeitsverhältnissen passiert ist. Ich glaube, wir gehen da gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, auf die Auswirkungen der Pandemie auf ArbeitnehmerInnen. Aber davor will ich auch Lisa und Martin die Möglichkeit geben, so ein bisschen aus ihrer Perspektive mal zu beschreiben, was hat die Pandemie mit Europa gemacht oder was hat Europa in der Pandemie gemacht und wo seht ihr da sozusagen die großen Knackpunkte? Und würde gerne übergeben an Lisa. Okay. Danke, einen schönen Abend auch von mir. Hallo aus Wien. Ja, Marc hat ja schon viel gesagt. Mal so zum Einstieg vielleicht auch von mir so ganz kurz. Was denke ich, was sind die zentralen, vor allem ökonomischen Probleme, die jetzt sichtbar geworden sind in der Europäischen Union in dieser Corona-Krise? Man kann ja ganz viel sagen darüber, was alles schief läuft im globalen Kapitalismus in dieser Zeit, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Ebene der EU. Und da würde ich sagen, an erster Stelle eigentlich relativ grundlegend, ein bisschen banal und dann trotzdem für viele immer wieder überraschend. Es hat sich wieder gezeigt, dass die Europäische Union kein politisches Integrationsprojekt ist in erster Linie, kein soziales, kein solidarisches, sondern ein wirtschaftliches Integrationsprojekt. Und zwar kein neutrales wirtschaftliches Integrationsprojekt, sondern eines der neoliberalen wirtschaftlichen Integration. Das wissen wir, das weiß die Linke schon sehr lange, schon seit Jahrzehnten. Und doch überrascht uns dann, oder viele zumindest, und natürlich den Mainstream noch mehr, immer wieder, wenn das dann seinen Ausdruck findet in der Art, wie Krisen behandelt werden. Zweitens würde ich sagen, dass eben das, was die Europäische Union in ihrem Kern ist, nämlich ein neoliberales Integrationsprojekt, dann bestimmt, welche Krisen als Krisen behandelt werden und wo die europäischen Eliten und Institutionen dann handeln, politisch, und etwas tun. Und sie tun das eben dann, wenn die wirtschaftliche Integration oder wenn die Akkumulation insgesamt für die EU bedroht ist. Sie tun es nicht, wenn Menschenrechte bedroht sind an den Außengrenzen. Sie tun es nicht, wenn die Demokratie bedroht ist in Osteuropa, sondern es passiert dann, wenn es sozusagen an das Herz geht der ökonomischen Funktionsweise der Union. Und das ist auch das, was passiert ist im Wechsel quasi von dem Beginn der Corona-Pandemie auf März, April dann, dass klar geworden ist, wie tief diese wirtschaftliche Krise ist, wie viel die verändern wird, strukturell, an der Art, wie unsere Ökonomie, wie unsere Weltwirtschaft, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wo die europäischen Eliten gesehen haben, da braucht es jetzt wirklich ganz große Maßnahmen, weil sonst zerreißt das. Ne? Oder sonst ist die Akkumulation als Ganzes gefährdet. Drittens würde ich sagen, wissen wir auch, aber wird da wieder sehr sichtbar, dass die Europäische Union ökonomisch von ganz ungleichen Beziehungen geprägt ist und dass das konstitutiv ist, für die Art, wie die Europäische Union funktioniert. Das heißt, es ist quasi Teil der Art und Weise, wie die Eurozone insbesondere per se funktioniert. Wir haben eine abhängige Entwicklung zwischen den unterschiedlichen Teilen der Europäischen Union und der Eurozone in beide Richtungen. Gibt es in Deutschland viele Debatten dazu, brauche ich wahrscheinlich nicht so viel dazu erklären. Und das drückt sich jetzt auch aus in der Art, wie diese Krise bearbeitet wird. Die Ungleichheit ökonomisch ist auch eine Ungleichheit in den politischen Möglichkeiten. Und jetzt eine Ungleichheit im Hinblick darauf, wie viele Möglichkeiten die Mitgliedstaaten haben, diese Krise zu bekämpfen. Wir sehen, dass Länder wie Deutschland, Österreich, die lassen jetzt Kosten, quasi unser Finanzminister hat gesagt, koste was es wolle, inspiriert vom EZB-Präsidenten in Deutschland, das Konjunkturpaket, das jetzt kommt, ist riesig.
Und Länder in Ost- und in Südeuropa, die haben gar nicht die fiskalische Kapazität für diese Maßnahmen. Am Rande, die Europäische Kommission hat in ihrer Konjunkturprognose irgendwie bedauernd angemerkt, dass Griechenland jetzt leider nicht so viel fiskalische Kapazität hat. Als ob man damit nichts zu tun gehabt hätte. Aber ja. Zum Abschluss noch zwei schnelle Punkte. Was auch sehr sichtbar wird, ist die Besonderheit der Europäischen Union und insbesondere der Eurozone mit der Zentralbank EZB, die anders funktioniert als viele Zentralbanken auf der Welt und die sehr schwer nur quasi sich dazu bewegen hat lassen, einzugreifen, auch um Staatsanleihen auf den Sekundärmärkten abzusichern, um die Finanzierung der Staaten auch sicherzustellen, was jetzt geschehen ist. Aber quasi diese spezielle Rolle, die die EZB spielt, die ist auch nochmal sichtbar geworden. Ohne sie geht eigentlich nichts. Und abschließend, und das hat Marc schon angesprochen, ist auch wieder sehr sichtbar geworden, was die Austeritätspolitik der letzten 10 Jahre eigentlich in vielen europäischen Ländern alles zerstört hat. Gesundheitspolitik ist schon angesprochen worden, sowohl in den Programmländern, also Griechenland, Spanien, in Italien über den anderen Weg. Da gab es damals diesen EZB-Brief, wenn ihr euch erinnert, wo Druck ausgeübt wurde, auch auf neoliberale Reformen. Aber auch über das sonstige neoliberale Korsett, das es gibt im Rahmen der Defizitregeln. Wir werden sicher später nochmal darauf zu sprechen kommen, weil es jetzt auch wieder aktuell wird, wo die Europäische Kommission, und da hat ja die Linkspartei im EP gerade diese Spitzenstudie in Auftrag gegeben bei der Emma Clancy, wo die Europäische Kommission auch ganz klar Druck ausübt, auf die Mitgliedstaaten in den Gesundheitssystemen zu kürzen und zu privatisieren. Und es geht in anderen Bereichen auch noch, Arbeit ist schon angesprochen worden, die Prekarisierung der Beschäftigten, die jetzt seit Jahrzehnten fortschreitet, die hat natürlich auch zu tun mit der Art und Weise, wie die europäische Integration, wie der Binnenmarkt, wie die Rolle der Europäischen Union in der Welt funktioniert. Nur da, um sozusagen ein bisschen den Rahmen zu schließen. Also ich würde sagen, die ganz zentralen politökonomischen Probleme, die wir kennen, die schon in der letzten Krise, die mit ausgelöst haben und virulent geworden sind, genau die haben wir jetzt wieder auf dem Tisch. Und ich denke, deswegen können wir auch viel lernen von dem, was in der letzten Krise passiert ist für heute. Vielen Dank, Lisa. Ich glaube, das wird eine der spannendsten Debatten heute Abend sein, was wir eigentlich als Linke aus der letzten Krise und aus den letzten 10 Jahren auch kämpfen von progressiven und linken Akteuren gegen die Krisenpolitik gelernt haben. Das würde mich auf jeden Fall interessieren für die Diskussion miteinander. Aber vorher auch noch mal das Wort an Martin. Du hast ja die letzten Monate als Europaparlamentarier das vielleicht ein bisschen hautnah als wir erlebt, was die EU so in der Krise treibt. Und würdest du Lisa zustimmen? Das sozusagen ist es vor allem, dass sozusagen die Grundprobleme, die Konstruktionsfehler nochmal neu zutage treten? Oder hast du noch andere Beobachtungen gemacht? Ja, vielen Dank, Wenke, und vielen Dank, Marc und Lisa, für einen sehr interessanten Einstiegsreferat. Ich versuche auch, mich auf 5 Minuten zu beschränken, so wie ihr das sehr erfolgreich getan habt. Ansonsten, Wenke, würde ich dich bitten, mich zu unterbrechen dann an der entscheidenden Stelle. Ich glaube, wir müssen nicht nur über Europa reden, sondern wir befinden uns mittlerweile direkt in einer politischen Auseinandersetzung darum, wie die Krisenfolgen zu regeln sein werden, wie wir im Grunde genommen die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Wiederbelebung in der Europäischen Union herstellen können. Und damit gehen natürlich massive Interessenkonflikte einher. Und da prallen im Grunde genommen auch die politischen Gegensätze aufeinander. Und das ist meine Erfahrung der letzten Wochen und Monate im Europäischen Parlament, wo wir als Linksfraktion ja unsere Vorstellungen unter anderem mit einem Papier deutlich gemacht haben, aber auch halt in all den Stellungnahmen, in der Medienarbeit und so weiter und so fort, wie wir uns eigentlich einen solidarischen Weg aus dieser Krise vorstellen. Aber Lisa, darauf werden wir im Verlauf der Diskussion noch zu sprechen kommen, aber Lisa und Marc haben ja schon ein paar der Krisen- und Konstruktionsfehler angesprochen. Und ja, ich stimme mit beiden weitestgehend überein. Im Grunde genommen weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll. Die Gesundheitskrise hat so viele Konstruktionsfehler offenbart, aber auch so viele Widersprüche auf europäischer Ebene offenbart, dass wir wirklich ganz gründlich nicht nur reden, sondern auch politisch agieren werden müssen. Und wenn ich mir erlauben darf, Marc, an der einen Stelle nicht nur zuzustimmen, sondern auch teilweise ergänzen zu dürfen, was ganz deutlich geworden ist, sind die sozialen Defizite, die sozialen Widersprüche nicht nur in den Nationalstaaten, sondern insgesamt in
europäischer Dimension. Und da geht es für mich nicht nur in erster Linie auch um prekarisierte Arbeit, was natürlich ein enormen Faktor sozusagen dargestellt hat, weil diejenigen, die Gesellschaft am Laufen gehalten haben, in weiten Teilen, aber wo wir auch wirklich gesehen haben, dass wie die Eingriffe der Europäischen Union sich ausgewirkt haben, zum Beispiel auf die Einkommens- und Wohlstandsverteilung in den Gesellschaften, das belegen ja mittlerweile auch viele Studien, insbesondere ärmere Bevölkerungsschichten, insbesondere unter dem Ausbruch der Corona-Krise gelitten haben. Und das heißt nicht nur im gesundheitlichen Bereich, sondern das heißt eben auch zum Beispiel, wenn es zu Fragen kommt von Homeschooling, haben die Kids die Mittel überhaupt, um zu Hause gebildet zu werden? Wie verhält sich das Zusammenleben auf engem Raum, wenn man sich keine größere Wohnung leisten kann und so weiter? Das sind wirklich zentrale soziale Fragen aufs Tableau gehoben worden. Zweite Frage, die so sachte auch schon berührt wurde, ist die der Auseinandersetzung um demokratische Politikgestaltung und autoritäre Politikgestaltung. Im Grunde genommen haben liberale und illiberale Demokratien um das bessere Konzept gerungen bei der Beantwortung der Krise und das mitten in der Europäischen Union. Und wir haben ja in einigen Staaten sehr besorgniserregende Entwicklungen in Richtung einer fortgesetzten autoritären Entwicklung und der Entwicklung einer autoritären Staats- und Regierungsform. Also Ungarn ist immer das prominenteste Beispiel, das erfasst ja auch andere Mitgliedstaaten. Und wir haben im Grunde genommen anhand dieses Konfliktes auch gesehen, inwieweit die Krise das gesamte supranationale Gebilde EU erfasst hat, weil eben keine einheitliche und eindeutige europäische Antwort gegeben wurde, sondern ganz im Gegenteil der Weg in den Nationalstaat wieder gesucht wurde, also zurück zu nationalstaatlichen Antworten. Und das führt auch dazu, und das ist bislang noch nicht erwähnt worden, dass wir Verschiebungen in den Kräfteverhältnissen in den jeweiligen Mitgliedstaaten sehen, also in den Parteiensystem. In Deutschland profitiert die konservative Partei, also die CDU, CSU massiv in Umfragen, aber in Italien viel besorgniserregende erleben die Fratelli d'Italia, also eine rechtsextreme Partei, einen massiven Aufschwung, wobei Salvini mit seiner Lega kaum verliert. Also es gibt auch dort in dieser Auseinandersetzung um einen neuen Nationalismus einen massiven Rechtsruck in vielen Mitgliedstaaten zu beobachten. Und das führt dann eben auch dazu, dass, was Lisa schon angedeutet hat, zum Beispiel Fragen von wirtschaftlicher Erholung im Vordergrund stehen. Natürlich, die Europäische Union ist massiv als wirtschaftliches Integrationsprojekt konstruiert worden. Und Menschenrechte, Asylrecht sind in dieser ganzen Antwort auf die Gesundheitskrise hinten runtergefallen. Und über die makroökonomische Steuerung, über die Krise im Gesundheitssystem, in der öffentlichen Daseinsvorsorge, hervorgerufen durch Austeritätspolitik, werden wir sicherlich in der zweiten Runde reden, weil meine 5 Minuten sind jetzt um. Perfekt, ich musste nicht mal reingrätschen. Ja, du hast nochmal sozusagen das alles nochmal viel größer gemacht, auch nochmal in Richtung, was bedeutet das eigentlich für die politische Entwicklung? Also welche Kräfte werden politisch von der Krise profitieren? Ich glaube, das wird nochmal eine interessante Frage sein, weil zumindest die Parallelen, die gezogen werden zur Weltwirtschaftskrise 29, gehen ja dann eher immer mit der Vorhersage einher, dass es vor allem dann rechte und nationale Kräfte sind, die dann vermutlich davon profitieren können. Frage wird dann natürlich sein, wie wir sowas auch verhindern können. Vielleicht aber noch einen Schritt zurück. Lisa, du hattest ja in der ersten Runde relativ klar gemacht, dass eigentlich alle, sagen wir, zentralen Konstruktionsfehler, alle Probleme, die man in der EU sozusagen sehen kann, die ihr auch analysiert habt, viele Jahre lang und diskutiert in ATTAC, wieder zutage treten. Und einer der Hauptkritikpunkte von links ist ja immer gewesen in der Auseinandersetzung mit der Krisenpolitik und auch mit Griechenland, dass die EU sehr enge haushalts- und fiskalpolitische Regeln ihren Mitgliedstaaten setzt, über den Euro auch, und aber nicht nur, und die zum Beispiel die Verschuldung begrenzen und so weiter, und dass damit ganz wichtige öffentliche Investitionen und eine nicht neoliberale Wirtschaftspolitik, kaum möglich ist oder zumindest sehr, sehr enge Grenzen gesetzt werden. So, jetzt haben wir gesehen im März, das ging sehr, sehr schnell. Auf einmal wurde der Fiskalpakt ausgesetzt. Auch in Deutschland wurde die Schuldenbremse ausgesetzt. Und
Es werden milliardenschwere Hilfspakete geschnürt. Also offensichtlich könnte man ja erstmal sagen, es geht ja offensichtlich doch. Die Unreformierbarkeit der EU ist ja vielleicht doch nicht so gegeben, wenn selbst sozusagen die Kommission und die Mitgliedstaaten selber sagen, wenn so eine Krise ist, dann handeln wir anders. Würdest du dem zustimmen? Wie bewertest du diese Maßnahmen und diese Handlungsmöglichkeiten? Warte, du musst dich noch anschalten. Ja. Jetzt. Ja, danke für die spannende Frage. Ja, tatsächlich. Also das ist ja sehr interessant zu beobachten, was gerade passiert. Und ich denke, oder für mich ist sozusagen das Wichtige mal zuerst das, was ich vorher schon gesagt habe, die, wie schon in der letzten Krise, wie schon in der Euro-Krise, dann, wenn die europäische Integration als Ganzes bedroht ist, das wirtschaftliche Funktionieren der Union bedroht ist, dann gibt es sozusagen die Bereitschaft auch zu einschneidenden Reformen und Veränderungen von Seiten der europäischen Eliten, die vorher nicht da waren. Und dann ist man quasi auch bereit, bestimmte neoliberale Dogmen aufzugeben for the greater good. Und ich denke, das ist das, was wir gerade sehen. Ganz spannend, im März eben dieses ganz sofortige und klare Aufheben der Schuldenregeln war natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Ich würde sagen, de facto war es eigentlich schon passiert, weil die Mitgliedstaaten haben schon verkündet, wir geben jetzt so viel Geld aus wie nötig. Und dann hat die Europäische Kommission halt ja gesagt, ja, ist eh erlaubt. Also man hat quasi dann auch ein bisschen, denke ich, nachgezogen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter und ein richtiger Schritt. Die anderen frühen Maßnahmen, die getroffen worden sind, im März, April, da gab es ja schon diese ESM-Kreditlinie für gesundheitsbezogene Ausgaben oder pandemiebezogene Ausgaben, dieses Kurzarbeitgeld, also für Länder, die Kurzarbeitprogramme einführen sollen. Das waren verschiedene Kreditprogramme. Das würde ich sagen, das waren alles keine Tabubrüche. Das waren alle als keine, weder vom Umfang noch von ihrer Logik, Maßnahmen, die gebrochen haben mit irgendwas, was davor da war. Man hat ja auch gesehen, also Italien, Spanien haben gleich gesagt, nein, ESM-Geld sicher nicht, ne? Brauchen wir nicht, haben wir schon probiert, machen wir nicht nochmal. Also da hat man gesehen, das war noch sehr stark das Alte. Was wirklich den Unterschied gemacht hat, würde ich sagen, im Frühjahr jetzt war die Politik der EZB, die nicht so ganz klar war. Also wir hatten am Anfang diesen Ausrutscher von der EZB-Präsidentin Lagarde, die gesagt hat, eigentlich ist nicht unsere Aufgabe, die Unterschiede zwischen den Zinsen und Staatsanleihen auszugleichen. Dann gab es kurz Panik an den Märkten, Aufschläge für italienische, spanische Staatsanleihen. Dann hat sozusagen Lagarde zurückgerudert und die EZB kauft jetzt in einem viel größeren Ausmaß nochmal Staatsanleihen an als vorher und hat quasi damit sowohl geschafft, Finanzmärkte, den Schattenbanksektor zu beruhigen, als auch die Staatsfinanzierung zu stabilisieren. Das, würde ich sagen, ist die zentrale Sache, die bisher passiert ist, die verhindert hat, sowohl dass eine Finanzkrise als auch eine Staatsschuldenkrise ausbricht. Und solange die EZB das macht, in diesem Ausmaß, sollte das stabil bleiben. Und das ist, weil das so technisch ist und weil das so im Hintergrund passiert, für die meisten Leute eigentlich gar nicht so sichtbar. In Deutschland sind diese EZB-Politik ist immer viel umstritten und viel mehr diskutiert als allen anderen Mitgliedsländern. In Österreich, ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt wissen, auch politisch interessierte Leute. Wirklich ganz interessant. Und jetzt die neuen Maßnahmen, das, was jetzt diskutiert wird unter dem Stichwort des Recovery Funds, Aufbaufonds, da wird es jetzt spannend, weil da geht es um die Frage, inwiefern ist das ein Tabubruch, inwiefern ändert das was an der Logik, wie bisher Krisenbearbeitung in der Europäischen Union passiert ist. Und ich würde sagen, insgesamt enthält das zum Teil Veränderungen, zum Teil Tabubrüche. Der größte Tabubruch sicher, dass es eine gemeinsame Verschuldung gibt, dass die Europäische Kommission selbst Anleihen ausgeben wird. Auch das ist nicht ganz neu, weil auch der ESM hat das ja schon getan, hat ja selbst sich auch verschuldet. Aber es wird so kommuniziert und man hat damals so kommuniziert, es gäbe das nicht, aber es wird so kommuniziert. Wir sind trotzdem, und ich bin trotzdem sehr besorgt, was die Pläne vom Recovery Fund angeht, weil drinnen ist die Bindung an das sogenannte europäische Semester. Und das europäische Semester ist eines jener Instrumente, die geschaffen worden sind in der Euro-Krise, um das, was wir neoliberales Korsett nennen, die Regeln, die sich um die Budget-, Defizit- und Schuldenregeln herum befinden, ist. Und das europäische Semester funktioniert eben so, dass die Staaten immer ihre Budgets melden müssen, die Europäische Kommission, und dann Empfehlungen enthalten, was sie umsetzen sollen. Und das sind genau jene Empfehlungen, wo ich vorher gesagt habe, wo quasi 63 Mal Gesundheitskürzungen verlangt worden sind.
Und im Rahmen dieses Prozesses mit diesen Kriterien sollen jetzt diese Aufbauhilfen ausgezahlt werden. Und entscheiden darüber wird die Europäische Kommission. Und das wird noch umstritten sein, wie das genau umgesetzt wird. Aber das ist extrem gefährlich, weil wir sowohl wieder diese Bündelung haben auf diesen Akteur der Europäischen Kommission und diese Bündelung oder diese Bindung an dieses Instrument, das quasi vorgeprägt ist im Hinblick auf neoliberale Reformen. Und was hier droht, ist, dass wir jetzt 1-2 Jahre vor allem im Zentrum haben von großen Konjunkturprogrammen und das dann relativ schnell danach wieder über diesen Hebel der Auszahlung dieser Gelder, die Daumenschrauben angezogen werden und dass wir so schnell gar nicht schauen können, dass die Austeritätspolitik zurück ist. Ne? Ganz kurz noch, was ich denke, was wirklich helfen würde, ist, das zu machen, was bisher schon funktioniert. Die Schuldenregeln sollen aufgehoben bleiben, dauerhafte Aufhebung der Schuldenregeln, muss man ja nicht sagen, bis wann. Und ein Ausbau der Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank, das, was jetzt schon passiert, ist gut. Attac Österreich geht so weit, wir fordern eine Staatsfinanzierung, eine grundsätzliche Staatsfinanzierung über die Zentralbank, um überhaupt Finanzmärkte rauszukriegen aus der Finanzierung öffentlicher Leistungen. Das ist wahrscheinlich eine andere Debatte. Aber das sind die zwei Dinge, Schuldenregeln und EZB-Finanzierung, die den Staaten den quasi Raum geben können, um jetzt die nötigen Investitionen zu machen und die Krise zu bearbeiten. Ja, vielen Dank. Wir haben hier auch noch einen Kommentar, einen Beitrag. Vielleicht gucken wir uns den gleich an, auch Lisa und ich. Vielleicht kannst du dazu was sagen, aber ich würde dir ein bisschen Zeit geben, den durchzulesen und Martin auch noch mal eine weitere Frage in diesem Feld politische Ökonomie, Hilfspakete und so weiter zu stellen, dass du vielleicht auch noch mal sagst, was ist dein Blick auf die Wiederaufbaupläne, die jetzt in den letzten ein, zwei Wochen ja auch erst nochmal neu formuliert worden, also mit Merkel und Macron, die ihren Plan vorgestellt haben, der Replik durch die Sparsam 4, zu denen ja auch Österreich gehört und dann letztlich auch nochmal das noch ambitioniertere Paket, das von der Leyen vorgestellt hat für die Kommission. Wie schätzt du die Krisenpolitik derzeit ein, der Kommission? Was ist dazu vielleicht auch die Position oder die Debatten im Europaparlament? Und vielleicht kommen wir auch noch dazu, welche Rolle eigentlich die deutsche Bundesregierung in der ganzen Frage spielt, wie die Krisenpolitik in Europa derzeit aussieht. Ja, vielen Dank, Wenke. Vielen Dank, Lisa, auch für diesen großartigen Werbeblock, für die gute Arbeit, die Linksfraktion im Europäischen Parlament leistet. Du hast ja den Bericht, der im Übrigen in meinem Büro entstanden ist, durch Emma Clancy, die meine Mitarbeiterin ist, schon erwähnt, wo wir nachgewiesen haben, wie die Politik der Kommission im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes unter Anwendung des europäischen Semesters dazu geführt hat, dass insbesondere im Gesundheitssektor gespart worden ist und die Mitgliedstaaten dort entweder zu Kürzungen oder auch zu Privatisierungen gezwungen worden sind. Also hier greife das mal auf und bedanke mich für den Werbeblock, den du schon vorgenommen hast. Aber ich denke, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir müssen derzeit tatsächlich sehr, sehr vorsichtig sein, politisch vorsichtig, weil die Auseinandersetzungen, wie gesagt, laufen und die Interessengruppen sich sortieren, um die Frage zu beantworten, wie die wirtschaftliche und soziale Erholung und Wiederbelebung der Europäischen Union oder in der Europäischen Union aussehen kann. Und die Punkte, die Lisa angesprochen hat, sind da ganz zentral. Also erstmal glaube ich, dass das Paket, was von der Leyen da vorgestellt hat, der Kommissionsvorschlag zum Recovery Fund mit 750 Milliarden, wovon 500 Milliarden als Zuwendung an die Mitgliedstaaten gegeben werden sollen und 250 Milliarden als Kredite an die Mitgliedstaaten gegeben werden sollen, durchaus differenziert von uns zu betrachten ist. Warum? Weil sich da kein wirklicher Paradigmenwechsel abzeichnet, aber ein Paradigmenwechsel trotzdem erfolgt ist, in dem Sinne, dass eben tatsächlich ein Schritt in eine gemeinsame Schuldenpolitik vorgenommen wurde. Das war bislang undenkbar. Für einige Mitgliedstaaten ist das immer noch undenkbar.
Und ich glaube, möglich ist das geworden durch den Kurswechsel der Bundesregierung eine Woche vorher, durch das gemeinsame Papier von Angela Merkel und Emmanuel Macron, was sie vorgelegt haben, wo sie ja genau diesen Kurswechsel definiert haben und gesagt haben, wir brauchen einen Recovery Fund, der nicht so hoch ist, 500 Milliarden, also nicht so hoch wie der Vorschlag der Kommission. Und das soll an über Zuwendung, es sollen Kredite aufgenommen werden durch die Kommission an den Finanzmärkten und die sollen sozusagen dann als Zuwendung an die Mitgliedstaaten vergeben werden für den wirtschaftlichen Aufbau. Das war ein radikaler Kurswechsel, also da ein Paradigmenwechsel. Aber die Kommission bleibt natürlich verhaftet und das hat Lisa dargestellt in dem Korsett, in dem neoliberalen Korsett oder in dem, was wir als makroökonomische Governance der Europäischen Union bezeichnen. Und das ist auch eine Bedingung, insbesondere der Konservativen im Europäischen Parlament, aber auch der Liberalen, dass dieser gesamte Prozess der Erholung jetzt weiterhin an den europäischen Semesterprozess gekoppelt ist und damit weiterhin den Schulden- und Defizitregeln unterlegen muss, perspektivisch, was eigentlich dazu führt und was völlig widersprüchlich ist, zu dem Anspruch, eine Wiederbelebung, eine Erholung und einen Wiederaufbau zu gewährleisten, der ja nur über massive Investitionen funktionieren kann, daran gekoppelt ist, dass später dann in den Nationalstaaten entsprechend wahrscheinlich wieder Kürzungen werden, vorgenommen werden müssen und dass insbesondere dann eben im sozialen Bereich oder im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, also dass im Grunde genommen wieder Austeritätspolitik exekutiert werden wird. Das heißt, unsere politischen Forderungen als Linke sind da sehr, sehr eindeutig. Ich bin neulich von einem Journalisten gefragt worden, ja, Frau Merkel hat ja sogar, also Herr Schürdewan, Frau Merkel hat ja sogar davon gesprochen, dass sie sich Vertragsänderungen vorstellen kann und so weiter. Aber in ihrer Aussage habe ich das jetzt nicht entnehmen können. Da habe ich gesagt, wieso? Ich habe doch eindeutig gesagt, dass wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt endlich in die Geschichtsbücher verbannen sollten. Also ich bin da ganz bei Lisa an dieser Stelle, dass wir über ein verändertes Mandat der EZB nachdenken müssen. Auch da bin ich 100% bei Lisa oder bei der Position von Attac Österreich, dass wir diskutieren müssen, ob über die EZB auch eine monetäre Staatsfinanzierung möglich ist und eben nicht nur, ich sag mal, die Anleihenkäufe auf den Sekundärmärkten, wie es jetzt gerade vonstatten geht. Und drittens müssen wir natürlich soziale Vorsorge auch in den Verträgen, zum Beispiel durch ein soziales Fortschrittsprotokoll, durchsetzen. All das sind Forderungen, die Vertragsänderungen nach sich ziehen, die im Grunde genommen massiv die Frage der makroökonomischen Governance der Europäischen Union in das Zentrum der Debatte rücken und wo wir mit unseren Vorschlägen als Europäische Linke auch relativ klar im Grunde genommen ein Profil haben, was uns sehr stark unterscheidet von den politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern in der politischen Debatte. Und das ist auch sehr gut so, weil in diesen Zeiten, wie gesagt, jetzt gerade das Armdrücken stattfindet, welchen Weg wir beschreiten werden zukünftig, um aus dieser Krise herauszufinden. Und ich hoffe, dass sich diejenigen Kräfte durchsetzen werden, die da eher auf eine solidarische Lösung setzen und die eben zukünftig auch Staatsschuldenkrisen, eine Eurozonenkrise etc. verhindern wollen. Meine Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ich würde ja gerne noch ein bisschen länger reden, aber Wenke, du gibst mir bestimmt später noch die Zeit. Danke. Ich würde dir sogar jetzt gleich nochmal das Wort geben, nämlich ich habe gerade die Zeit genutzt, während du gesprochen hast, die Frage im Chat zu lesen. Die bezieht sich auf die, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur EZB. Und die Frage bezieht sich darauf, ob, ob Karlsruhe damit nicht mit dem Urteil die das Staatsanleiheprogramm aufgehoben hat und damit letztlich nationalistischen Persönlichkeiten oder nationalistischen Akteuren in der EU in die Hände gespielt hat, in dem Sinne von, Deutschland hält sich nicht dran oder unterstützt die EZB nicht mehr, warum sollte es irgendjemand anders auch noch tun? Vielleicht kannst du dich auch gleich noch dazu verhalten, aus deiner Sicht, also wie wurde denn zum Beispiel in Brüssel das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts diskutiert? Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich denke, das ist im Verlauf der Diskussion ja schon angedeutet worden und vielleicht sogar deutlich geworden, dass dieses Programm der Kommission, also der Recovery Fund, nicht ausreichend sein wird. Der heißt im Übrigen Next Generation EU. Erinnert mich ein bisschen an Next Generation von Star Trek. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit Captain Picard in Warp-Geschwindigkeit in eine neue Stufe der europäischen Integration fliegen werden. Das wage ich sehr zu bezweifeln. Das reicht nicht aus, das Programm. Umso wichtiger sind eben diese Anleihenaufkäufe und diese Anleihenkaufprogramme der EZB. Die waren es schon in der Finanzkrise
und sind es auch jetzt. Heute hat die EZB ja nochmal nachgelegt, hat das Volumen dieser Anleihenkäufe massiv erhöht, nochmal um 600 Milliarden auf, ich glaube jetzt 1,25 oder so Billionen Euro, was also gigantische Summen sind, aber was eben dazu beiträgt, dass tatsächlich die Staatsfinanzen einerseits stabilisiert werden und andererseits die Märkte beruhigt werden. Lisa hat das ja sehr ausführlich dargestellt. Ich glaube nicht, dass das Urteil der EZB, wir haben das diskutiert in Brüssel, wir haben da auch immer noch weiteren Diskussionsbedarf, das will ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube nicht, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Anleihenkaufprogramme der EZB als solche infrage stellt und damit im Grunde genommen ja eigentlich auch den Fortbestand der Eurozone, wenn man es massiv zu Ende denken würde, in Frage stellt. Sondern was deutlich geworden ist, Position der EZB ist, weil also wir unterliegen lediglich europäischer Rechtsprechung, also für uns ist der Europäische Gerichtshof entscheidend, der 2018 entschieden, dass die Anleihekaufprogramme mit europäischem Recht übereinstimmen. Was das Bundesverfassungsgericht darlegt, ist zuallererst, und das ist die EZB-Position, die ich jetzt hier wiedergebe, ist zuallererst eine Angelegenheit der Bundesbank, dem Bundestag und der Bundesregierung zu erklären, also eine Folgenabschätzung vorzugeben, diese Anleihenkaufprogramme und deutlich zu machen, inwieweit die mit dem Mandat der EZB übereinstimmen, nämlich vor allem für Preisstabilität zu sorgen. Ja. So, das ist im Grunde genommen jetzt ein Machtkampf, der daraus entstanden ist, auf rechtlicher Ebene zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof. Das kann natürlich tatsächlich zu Erschütterungen führen, wenn das Ergebnis sein sollte, dass sich die Bundesbank irgendwann aus diesen Anleihekaufprogrammen zurückzieht. Das halte ich aber für ziemlich ausgeschlossen derzeit, weil das die Eurozone wirklich massiv destabilisieren würde und weil das im Grunde genommen all die positiven Effekte dieser Anleihenkaufprogramme, die Lisa dargestellt hat, konterkarieren würde. Und das kann nicht im Interesse der Bundesrepublik sein, das kann nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft sein, dass es zu einer neuen Eurozonenkrise kommt. Das wäre quasi selbst zerstörerisch in dieser Situation. Von daher werden wir sehen, wie sich das jetzt weiter regelt. Aber ich sehe dieses Problem nicht, dass es tatsächlich dazu führt, dass die Anleihenkaufprogramme gestoppt werden. Und das war auch nicht Bestandteil der Urteilssprechung des Bundesverfassungsgerichts. Vielen Dank. Genau, für alle, die auch danach gefragt haben, ich hatte jetzt ein, zwei Fragen hier in der Q&A-Sektion und auch im Chat. Genau, ihr könnt alle mitdiskutieren über den Chat. Oder auch über diese Frage-Antwort-Feature, die nehmen wir ja total gerne auf, die Fragen, weil wir dachten uns, es ist ja auch langweilig, wenn wir alle Fragen schon mal vorbereiten und eure Fragen damit gar nicht beantwortet werden. Also nur zu, postet das gerne im Chat oder in der Q&A-Sektion. Und ich würde jetzt Marc wieder reinholen, nachdem wir sozusagen das Pro-Seminar in politische Ökonomie der EU gerade kurz gemacht haben. Vielen Dank dazu schon mal an Lisa und Martin. Sozusagen ist es ja auch immer ein gar nicht so einfaches Themenfeld, das auch sozusagen gut zu erklären. Würde ich jetzt nochmal mit Marc stärker nochmal zurückkommen auf die Frage der Auswirkungen der Pandemie auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Du hast da jetzt schon was gesagt, also wie das im Gesundheitssektor sich geäußert hat für migrantische Arbeitnehmerinnen und so weiter. Und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was du zum Schluss gesagt hast, dass möglicherweise neue Kämpfe, neue Verteilungskämpfe uns bevorstehen. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr sagen, nämlich also siehst du Möglichkeiten, dass durch die Pandemie Kämpfe zum Beispiel im Gesundheitssektor, im Pflegesektor für bessere Arbeit, für bessere Arbeitsbedingungen, gerade auch für migrantische Beschäftigte gestärkt werden und wie? Könnte das sein über Regelungen auch, die auf europäischer Ebene getroffen werden, so zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur sozialen Sicherung von Beschäftigten oder in welche Richtung denkst du da? Wie könnte so eine Stärkung aussehen? Ja, erst einmal danke an Martin und Lisa für die guten und sehr lehrreichen Beiträge. So hohe Diskussionen finden wir eigentlich ja nie in den Medien statt.
Deswegen ist es echt gut, das mal zu hören. Also ich glaube, es knüpft auch an die Neufinanzierung und an die Finanzierungsmaßnahmen, die gerade getroffen werden. Wenn wir uns angucken, inwiefern zum Beispiel Airlines, also Fluggesellschaften, Bailouts bekommen oder inwiefern Autokonzerne oder verschiedene Industriezweige Finanzspritzen erhalten und dann gucken, inwiefern der Gesundheitssektor oder wie viele Menschen der Gesundheitssektor zum Beispiel beschäftigt, fragt man sich wirklich, wo die Prioritäten der Europäischen Kommission oder der Mitgliedstaaten liegt. Das ist aber auch in den anderen Dienstleistungssektoren der Fall, wo wir zum Beispiel sehen, dass Millionen von Beschäftigten in diesen Bereichen arbeiten, sich im Lockdown diese Jobs dann wegfallen, zum Beispiel in den Kaufhäusern oder in den Einkaufsläden und so weiter. Und im Endeffekt sehen wir die ganze Diskussion um, okay, Kaufprämien für Autos und oder für Fluggesellschaften etc. Und wenn wir über eine Neufinanzierung, sage ich mal, ob das die privaten Dienstleistungen betrifft oder den öffentlichen Dienstleistungen betrifft, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass die Beschäftigten oftmals sich denken werden, hey, so viel Geld wird jetzt in unsere Sektoren oder in den Gesundheitssektor geschüttet. Wo kommt das Geld? Warum kommt das Geld denn eigentlich nicht bei uns unten an? Also wenn wir davon ausgehen, dass die ganzen Finanzspritzen einfach nur wieder in die Firmen gesteckt werden, ohne Bedingungen zu stellen, dass zum Beispiel keine Dividenden ausgeschüttet werden oder dass es keine verbesserten Zutrittsrechte für Gewerkschaften gibt, reproduzieren diese Finanzspritzen eigentlich nur die gegebenen Ungleichheiten weiterhin. Und da sehen wir eigentlich die Schwäche der gegenwärtigen Politik, obwohl es ja viele Mitgliedstaaten haben sich ja dazu entschieden, nur Finanzspritzen den Unternehmen zu geben, die zum Beispiel keine Dividenden dieses Jahr ausschütten werden, was schon mal ein positiver Schritt ist. Zum Zweiten sehen wir ja eigentlich, dass besonders im Pflegebereich eine chronische Unterbetreuung stattgefunden hat über die Jahre hinweg, nicht genügend Ausbildungsplätze es gegeben hat und was wir jetzt sehen, ist zu sagen so, okay, Ausbildungsplätze werden jetzt auch in der Zukunft nicht weiterhin ausgebaut werden. Und wir sehen, dass die Betreuung eigentlich sich immer weiter auf Migration stützt. Was im Endeffekt bedeutet, dass es werden keine Leute vor Ort ausgebildet. Man wartet einfach darauf, dass die Beschäftigten aus ärmeren europäischen Ländern nach Deutschland oder nach Belgien oder nach Frankreich auswandern, um dort dann in die Gesundheitssysteme dort zu stützen. Das ist eigentlich unverantwortlich, da wir besonders in Südeuropa gesehen haben, dass es zu einem massiven Einbruch der Gesundheitssysteme dort gekommen ist. Was letzten Endes auch ein Problem ist, und ich glaube, das zu kämpfen führen kann, ist eigentlich, dass die Beschäftigten viel mehr Angst vor dem Virus haben als eigentlich vor dem Chef jetzt. Also wenn man sich anschaut, inwiefern die Beschäftigten die Social Distancing Maßnahmen oder den Arbeits- und Gesundheitsschutz jetzt an erste Stelle stecken, müssen wir davon ausgehen, dass es Kämpfe darüber geben wird, wie denn die Leute gemanagt werden, wie denn Arbeitsprozesse stattfinden werden und wie im Endeffekt Management oder Unternehmensführung mit Ausbrüchen des Virus, weil der Virus ist weiterhin noch nicht eingedampft, umgehen werden.
Wir sehen halt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, haben wir ja gesehen, dass die rumänischen Beschäftigten in den Streik getreten sind, weil die Unterkunft, aber auch die Arbeitsbedingungen dort in den Spargelfeldern nicht gegeben waren. Das ist eine Auswirkung. Wir sehen aber auch zum Beispiel in Zentral- und Osteuropa, insbesondere in den Sektoren, in denen ich arbeite, neue Gewerkschaftsgründungen in Sektoren, wo wir zuvor überhaupt keine Gewerkschaften hatten. Und Organizer und Organizerinnen mit sehr wenig Kapazitäten neue Gewerkschaften gründen, was auch eine positive Entwicklung ist. Aber um halt diese langfristig zu etablieren, diese Gewerkschaften, muss es auch einen anderen legislativen Rahmen geben, der es halt diesen Gewerkschaften ermöglicht, halt Fuß zu fassen, Tarifverträge, bindende Tarifverträge abzuschließen und eine andere Politik zu ermöglichen. Und was von den rechten Regierungen, die dort in Ländern wie Ungarn oder Polen, ist das eher nicht zu erwarten, dass diese Möglichkeiten sich ausweiten. Ja, vielen Dank, Marc, für diesen Einblick auch in, was sozusagen Krisenpolitik auch mit der Frage von ArbeitnehmerInnenrechten und Kämpfen auch zu tun hat in dem Feld. Es gab hier gleich eine Frage dazu oder sozusagen eine Mischung aus Kommentar und Frage. Von Michael Tellmann, der meint, dass alle Maßnahmen von EU und EZB lediglich auf die Milderung der ökonomischen Krise und Widersprüche gerichtet sind. Und die Frage, findet er, ist doch, wie die nationalen sozialen Kämpfe, zum Beispiel im Gesundheitswesen, die aktuellen Widersprüche zwischen den Staaten nutzen, um zu einem Zurückdrehen der neoliberalen Regeln und einem Ausbau öffentlicher Bereiche zu kommen. Würdest du dem so zustimmen oder gibt es da auch eine Rolle der europäischen Ebene, die man irgendwie mit einbauen muss, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, migrantische Beschäftigte zu schützen? Oder denkst du, dass sozusagen am Ende muss man immer vor Ort und das Organizing betreiben? Gibt es da ein Spannungsfeld oder geht beides? Also ich glaube, wir sehen ja, dass die Gewerkschaften in den letzten drei Jahrzehnten massiv an Mitgliedern eingebußt haben, aber auch an Tarifbindung eingebußt haben. Die Leute, die halt von einem Tarifvertrag geschützt werden. Und da müssen wir eigentlich sagen, dass die Europäische Kommission und die Europäische Union eigentlich diese dort positive Signale setzen könnte und zum Beispiel sagen könnte, also hey, es muss halt daran, Bailouts und Finanzspritzen müssen halt daran geknüpft werden, dass halt eine Tarifbindung in diesen Sektoren stattfindet. Was aber nicht gemacht, was einfach nicht gemacht wird. Und das bedeutet, dass die privaten Firmen einfach mit einem Business as usual weitermachen können, was Arbeitnehmerinnenrechte angeht. Zur gleichen Zeit, glaube ich aber, müssen wir halt sagen, dieser Weg, politischen Einfluss auf die EU auszuüben, bleibt der europäischen Gewerkschaftsbewegung oftmals verschlossen. Und deswegen, glaube ich, ist es halt so wichtig, dass wir halt wirklich am Arbeitsplatz ansetzen und versuchen, aus verschiedenen europäischen Ländern diesbezüglich zu lernen. Und das ist am Ende, was den Unterschied machen wird, ist meiner Meinung nach. Aber das bedeutet, weil wir halt eine Internationalisierung und oder eine Amerikanisierung des Arbeitsrechts in Europa halt sehen, wo es halt schwieriger wird, Tarifverträge auszuhandeln in osteuropäischen oder südosteuropäischen Staaten. Glaube ich, dort wird halt auch die Solidarität von deutschen Gewerkschaften oder französischen Gewerkschaften oder deutschen und französischen oder linken Kräften benötigt werden, um halt diese neoliberalen Regeln halt aus diesem Korsett auszubrechen. Danke dir. Ich habe auf jeden Fall im Chat und in der Q&A Funktion noch zwei Fragen für Martin gefunden, aber würde vorher gerne Lisa noch eine Frage stellen,
nämlich sozusagen ihr seid in den letzten Wochen und Monaten sicher auch in Attac Österreich und mit anderen sozialen Bewegungen und politischen Akteuren in Österreich aktiv gewesen, habt euch Gedanken gemacht, was eigentlich sozusagen jetzt zu tun ist, politisch, europapolitisch zum Beispiel, auch politisch in Österreich. Vielleicht kannst du dazu uns auch ein bisschen einen Einblick geben, was eure Debatten sind, was sozusagen ihr überlegt, was sozusagen Schwerpunkte sein müssten und wie ihr zum Beispiel auch auf das Agieren der Regierung Kurz auf europäischer Ebene reagiert. Also Österreich, hatte ich ja eben schon erwähnt, gehört jetzt zu den sparsamen Vier, die sich gegen gemeinsame Schulden zum Beispiel aussprechen, und gibt es da eine Chance, sozusagen solche Positionen zum Beispiel auch zu beeinflussen von der Straße aus? Danke. Ich hätte gerne beim nächsten Mal bitte eine leichtere Frage oder mehrere leichtere Fragen. Merke ich mir. Total spannend. Danke auch für eure Inputs, Martin und Marc. Ja, also ich denke, uns geht es wie allen. Ne? Also wir sind in der Finsternis und wir rennen in der Finsternis und versuchen gleichzeitig herauszufinden, welche Wege es gibt und welchen von wir nehmen können. Und so ist das alles sehr, was wir tun, sehr improvisiert, viel Spekulation. Ich denke, das geht uns allen so. Ich denke so ganz grob, was sind so die Felder, die ich oder die auch wir sehen würden, wo wir große Auseinandersetzungen erwarten, wo es Kämpfe geben wird und wird müssen. Es ist schon angesprochen, weil Marc hat schon ausgeführt, natürlich super, alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der Frage, welche Arbeit ist wertvoll und wichtig und auch, was sind die Arbeitsbedingungen. Dann denke ich, und ich meine, wir sehen das gerade durch einen anderen Anlassfall, durch Polizeigewalt bedingt, aber es steht natürlich im Zusammenhang mit Corona ganz grundsätzlich die Frage, wessen Leben ist schützenswert und wessen Leben ist es nicht. Und das ist ja irgendwo wirklich die Frage, die wir seit Anfang dieser Pandemie auch verhandeln, ne? Und die eigentlich sehr stark unter den Teppich gekehrt wird, weil es gibt natürlich Leute, die großen Risiken ausgesetzt worden sind, auch in den letzten Monaten, und das immer noch sind. Und jetzt mit den Lockerungen wird auch ganz klar entschieden, für wen kann ein Risiko in Kauf genommen werden und für wen nicht. Und wenn diese Pandemie noch länger andauert, dann wird das zunehmen. Und es ist jetzt noch wirklich sozusagen nur die ganz extreme Rechte, die da sozialdarwinistisch auftritt und sagt, na gut, dann sterben die Leute halt. Aber ich denke, das ist was, also diese Frage, wessen Lebens ist schützenswert, das ist ganz zentral. Und das gewinnt jetzt natürlich aufgrund sozusagen der Polizeigewalt und von Black Lives Matter nochmal eine andere Dimension. Aber das, also dieses große Thema, denke ich, das ist auf jeden Fall da. Was, denke ich, auch noch große Themen sein werden, ist, und ich denke relativ rasch, das Thema der Krisenkosten. Also diese riesen Konjunkturpakete, die großen Maßnahmen, die jetzt in Nationalstaaten, auch die Regionen, das ist in jedem Land anders, eingehen. Wer wird die tragen? Werden die im Rahmen von mehr Austerität wieder auf den Rücken der Pflegerinnen, der Erntearbeiter, der Supermarktkassiererinnen, der Arbeitslosen sozusagen abgeladen? Oder gibt es da tatsächlich größere Verkeilung und Verteilungskämpfe? Müssen jene Konzerne, die jetzt profitabel sind, müssen die Reichsten hier jetzt diesmal zahlen? Also Krisenkosten. Dann denke ich ganz zentral auch mittelfristig die Frage der Krisenbearbeitung. Ich denke, dass es, also ich gehe davon aus, dass es eine gemeinsame Bearbeitung geben wird, zumindest auf der Ebene des politischen Diskurses, dieser Corona-Krise und der ökologischen Krise, ne, der Klimakrise. Die Kommission von der Leyen tut das schon, die meisten europäischen Regierungen tun das auch. Das wird verbunden werden. Und es wird wahrscheinlich auch politisch-inhaltlich im Hinblick auf bestimmte Maßnahmen verbunden werden. Und da wird es ganz klar darum gehen, auch aus Sicht der Klimabewegungen, auf welche Art passiert das? Ist das der quasi seit einem Jahrzehnt als Krisenlösung beschworene grüne Kapitalismus? Marktmechanismen, die angeblich jetzt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Klimakrise lösen werden? Oder gelingt es tatsächlich, hier zentrale Funktionsweisen sozusagen des Wirtschaftssystems auszuhebeln, indem wir wirklich was ändern und damit die ökologischen Krisen bewältigen? Also sozusagen diese Kopplung von Wirtschaftskrise und ökologischen Krisen, denke ich, wird nicht unmittelbar, vielleicht nicht dieses Jahr, aber bald auch ein großes Thema werden. Und um noch ganz kurz zu dieser Frage der EU-Politik zu kommen, ich bin tatsächlich sehr besorgt natürlich über das, was da schon wieder alles passiert. Und um nochmal zum Recovery Fund zu kommen, ne, zum Aufbaufonds. Ich glaube, die große Gefahr ist, und das sagen jetzt ja auch viele von den klugen linken EU-Wissenschaftlerinnen schon, also
Lukas Oberndorfer zum Beispiel auch aus Österreich hat schon geschrieben zu Merkel Macron, die Gefahr, die wir jetzt haben, ist, dass die Europäische Kommission ganz klare Signale setzt für Progressive, sei es zum Beispiel CO2-Zölle oder Green Deal, und damit so ein Gesamtpaket auch für Progressive anschlussfähig macht und dass das potenziell mitgetragen wird, wenn aber gleichzeitig diese Riesengefahr der Austeritätspolitik drinnen ist. Ne? Und das ist was, was ich als ganz, ganz gefährlich sehen würde, auch eben aus Sicht der Zivilgesellschaft, der sozialen Bewegungen, und weshalb ich auch sagen würde, oder auch sagen, Attac Österreich da recht sozusagen klar kontra ist, sozusagen, wir sind dagegen, ne? Dass das gemacht wird. Ne? Das ist sozusagen, da gibt man Köder rein und die Europäische Kommission ist das, was sie ist, die Europäische Union ist das, was sie ist. Ja, sie könnte theoretisch eine relativ positive Rolle spielen. Marc hat viele Beispiele schon gesagt, oder auch Michael, was alles möglich wäre, das wissen wir, aber sozusagen der Wahrheit dessen, was politische Realität ist, ins Auge sehend, ist tatsächlich weniger besser. Ne? Und deswegen bin ich da sozusagen sehr besorgt. Was die österreichische Debatte angeht, ist ja ganz interessant, wir haben ja eine schwarz-grüne Regierung jetzt, also türkis sind bei uns jetzt die Konservativen, jetzt eine türkis-grüne Regierung. Und die Grünen sehen sich jetzt nicht als Teil quasi der sparsamen Vier, und trotzdem macht der Kanzler Kurz natürlich, was er will. So funktioniert das bei uns. Und da gibt es die Debatte. Die EU-politische Debatte in Österreich ist sehr zugespitzt quasi. Entweder man ist quasi so wie der Kurz und kein Geld für die Südeuropäer und es muss sozusagen gespart werden, oder man ist sozusagen für die volle Europäisierung Eurobonds. Ne? Und sozusagen das ist alles anders abzulehnen. Wir nehmen da irgendwo eine dritte Position ein und sagen, nein, weder ist sozusagen der Plan jetzt von der Leyen noch der Plan von Kurz ist gut, sondern wir denken eben, es braucht einen ganz anderen Weg und in dem Fall eher den Mitgliedstaaten Raum zu geben, Politik zu machen, anstatt das weiter einzuschränken. Das ist aber eine extrem schwierige Debatte und das ist, ja, man muss sehen, wie das weitergeht. Okay, vielen Dank für auch den Einblick in eure Debatten und sozusagen Blick auf die Situation. Ich würde jetzt Martin zwei Fragen stellen wollen, die auch aus dem Publikum, von den Teilnehmerinnen kommen. Und zwar zum einen gibt es eine Frage von Martin Höppner zum Zustand deiner Fraktion, die du ja auch mit leitest. Du bist ja einer der zwei Fraktionsvorsitzenden der GUE-NGL-Fraktion im Europaparlament. Und die Frage ist, wie viel Kohärenz herrscht eigentlich gerade in eurer Fraktion? Also was sozusagen die Vorstellung der schwedischen und der italienischen Abgeordneten sozusagen angeht über die Zukunft der Europäischen Union, über Verteilungsfragen zum Beispiel. Und so ein Stück weit ähnlich, aber nicht nur auf die eigene Fraktion bezogen, gibt es noch eine zweite Frage hier im Q&A-Bereich. Da geht es darum, ob es im Europaparlament auch andere Akteure, zum Beispiel Grünen oder Sozialdemokraten gibt, die die Forderung nach dem Ende des Stabilitäts- und Wachstumspaktes unterstützen würden. Also sozusagen siehst du, dass es da vielleicht neue Bündnisse auch gibt in der aktuellen Situation, grundlegend was zu verändern, weil die Tatsache, dass wir das schon alle miteinander lange gefordert haben, hat ja leider noch nicht so viel dran verändert. Aber es hat zumindest einen Diskursraum geöffnet, auf den mittlerweile andere auch tatsächlich eingehen. Um die zweite Frage zuerst zu beantworten, also das sind natürlich wirklich weitreichende Forderungen, die wir da formulieren mit dem Ende des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Ich habe vorhin andere Punkte noch benannt, aber um ganz konkret diese Frage zu beantworten, bei den Grünen gibt es da bislang leider wenig Anknüpfungspunkte. Aber bei der S&D-Fraktion, also bei der sozialdemokratischen Fraktion, gibt es da durchaus ähnlich lautende Forderungen, die vor allem aber von Mitgliedsparteien aus dem europäischen Süden erhoben werden, die ja, ich sag mal, mehr oder weniger die Folgen dieser Politik am eigenen Leib und an dem eigenen Zustand der Gesundheitssysteme, der öffentlichen Daseinsvorsorge, der sozialen Sicherungssysteme etc. erleben mussten. Da finden wir durchaus Verbündete, wenn es darum geht, den europäischen Wiederaufbau zumindest aus diesem ganzen europäischen Semesterprozess herauszuschälen und davon unabhängig zu machen. Die Forderung nach dem Ende des Stabilitäts- und Wachstumspaktes wird aber vor allem von der Linken tatsächlich sehr exponiert formuliert. Wie gesagt, leichte Möglichkeiten Richtung S&D gibt es da auch. Und damit haben wir noch keine progressive Mehrheit, aber wir sind mehr geworden, als wir
am Anfang mal waren damit. Insgesamt ist das relativ schwierig, zu progressiven Bündnissen derzeit im Europäischen Parlament zu kommen. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Die Rechten sind ja gestärkt aus den letzten Wahlen hervorgegangen. Die Konservativen haben relativ stark verloren. Die Liberalen haben durch den Aufschwung der Macron-Partei relativ gut zugelegt. Die Grünen haben überschaubare Gewinne. Also Deutschland war da eher ein Ausnahmefall auf europäischer Ebene zu verzeichnen. Die Sozialdemokraten haben verloren. Wir sind etwas schwächer geworden als Linke. Das heißt, es ist nicht einfacher geworden, progressive Mehrheiten zu bilden. Aber wir haben durchaus Möglichkeiten, miteinander zu reden. Das tun wir auch. Beispiel Stabilitäts- und Wachstumspakt habe ich gerade genannt. Aber wenn es um andere progressive Politiken geht, wie zum Beispiel Klimaschutzpolitik, um die Verbesserung der Situation in der Migrationspolitik, wenn es darum geht, für eine solidarische, eine soziale Antwort auf die Krise zu kämpfen, also tatsächlich sozialpolitische Forderungen stark zu machen im europäischen Diskurs. Da gibt es auch immer Möglichkeiten über, ich sag mal, Rot-Rot-Grün hinaus bis ins sozialliberale Spektrum und auch in den Arbeitnehmerflügel der konservativen Fraktion hineinzuwirken. Und da ist es dann auch mal möglich. Die Abstimmungen sind aber umkämpft. Also das ist auch so, das kann mal so ausgehen, das kann mal anders ausgehen, aber es ist nicht, ist von vornherein nicht hoffnungslos, diesen Kampf zu führen. Und das machen wir auch, das nehmen wir natürlich als Aufgabe an und wahr. Und um die andere Frage von Martin Höppner zu beantworten, ich vermute, das ist der Martin Höppner, der diesen sehr interessanten Makroskopartikel zum EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts geschrieben hat, den ich mit viel Freude gelesen habe. Herzlichen Dank dafür. Ja, natürlich finden im Moment Verteilungskämpfe massiv statt auf europäischer Ebene, die sich vor allem, ich sag mal, entlang der Konfliktlinie auch Nord-Süd, also Frugal Four auf der einen Seite und die ursprüngliche deutsche Position ja auch dahingehend abzeichnen, und also Norden und Süden. Wir haben es aber geschafft, in der Fraktion trotz natürlich unterschiedlicher Zugehörigkeit und auch Herkunft aus eben diesen unterschiedlichen Himmelsrichtungen zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Also das Papier, was wir veröffentlicht haben, ist ein gemeinsames Fraktionspapier, das alle Delegationen mittragen, weil unser Diskurs ein anderer ist. Es geht nicht um Verteilungskämpfe für uns zwischen Nord und Süd, sondern uns ist allen klar, dass es im Grunde genommen um Verteilungskämpfe zwischen oben und unten, um es so zugespitzt zu formulieren, geht an dieser Stelle. Und die Umverteilungskomponente ist eine, die wir alle stark machen, egal aus welchen Ländern die Delegationen kommen an dieser Stelle. Also die Mitgliedsparteien kommen, wenn es zum Beispiel um die Veränderung prekärer Arbeitsverhältnisse und das Ringen für gute Arbeitsverhältnisse geht, wenn es um die Veränderung der Lebenssituation von Migrierenden geht, wenn es um Armutsbekämpfung geht, dann sind wir uns da alle einig und dann stellen wir halt die Umverteilungsfrage an dieser Stelle, und zwar in dem Sinne von tatsächlich auch einer Diskussion um eine Digitalsteuer, Einführung einer Digitalsteuer, einer Finanztransaktionssteuer, einer Unternehmensbesteuerung, nicht so wie die Kommission sie jetzt vorgeschlagen hat, sondern eher im Sinne einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsbesteuerung. Wir diskutieren Vermögensabgaben, Vermögenssteuern. Wir diskutieren die Schließung von Steueroasen, Steuerhäfen, und das sind doch Punkte, wo wir große Gemeinsamkeiten aufweisen und mit dieser Umverteilungspolitik dann auch hoffen, entsprechend, ich sag mal, nicht nur die eigene Basis in der Fraktion zu finden, also eine Mehrheit da immer auch zu haben und da an einem Strang zu ziehen, sondern entsprechend auch in der politischen Diskussion deutlich erkennbar zu werden in der Abgrenzung zu den anderen Fraktionen oder eben gemeinsam mit anderen Progressiven da, um Mehrheiten für solche Projekte zu ringen. Das ist nicht einfach, aber wie ich gesagt habe, es ist durchaus möglich, auch mal progressive Mehrheiten für die ein oder andere Sache im EP zu finden, um nochmal auf die erste Frage zurück einzugehen. Danke für die beiden Fragen. Okay, ich hätte noch eine kurze Nachfrage vielleicht, weil wir haben es ja jetzt Anfang Juni, in einem Monat ungefähr wird Deutschland die Ratspräsidentschaft in der EU übernehmen. Und vielleicht kannst du ganz kurz... nochmal sagen, was du erwartest eigentlich oder was können wir erwarten von der deutschen Ratspräsidentschaft? Wird sozusagen Deutschland dann nochmal
durch die Ratspräsidentschaft in dieser Phase in den nächsten Monaten eine noch stärkere Rolle in der EU einnehmen und mit welchen Prioritäten dann? Ja, Deutschland wird sich ab dem 1. Juli in den Driver's Seat hieven und das ist durchaus sehr interessant zu sehen, was da geplant ist. Im Grunde genommen sind natürlich durch den Ausbruch der Gesundheitskrise alle bisherigen Planungen für die Ratspräsidentschaft über den Haufen geworfen worden. Nicht, dass davon viel bekannt geworden wäre. Ich habe den Eindruck, es ist noch nie ein Mitgliedstaat so unvorbereitet in der Ratspräsidentschaft gegangen, wie diesmal die deutsche Bundesregierung. Aber sei es, wie es sei, natürlich wird alles im Zeichen der Bekämpfung der Corona-Krise und im Zeichen des wirtschaftlichen und sozialen Aufbaus stehen. Das kommunizieren die auch so. Es gab letzte Woche auch ein Treffen mit der Bundesregierung und den Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament. Und da hat die Bundeskanzlerin Merkel das auch sehr deutlich gemacht, dass das entscheidende Thema für die Ratspräsidentschaft sein wird und dass dieser Wiederaufbau gebunden sein muss natürlich an den Green Deal, den die Kommission vorgeschlagen hat und auch an die digitale Wende in der Europäischen Union. Entsprechend dort Investitionen sowohl in die digitale Transformation der Wirtschaft und Arbeitswelt als auch in den Klimaschutz vorzunehmen sein. So was droht hinten runterzufallen, sind andere zentrale Projekte. Über das eine oder andere kann man eher froh sein. Aber was ich sehr bedauere, was aber droht, wirklich unter die Räder zu geraten, ist eine starke sozialpolitische Handschrift. Nicht, dass man das unbedingt von der Bundesregierung hätte erwarten müssen, aber ich hatte ein Treffen mit Vertretern des Sozialministeriums im Vorfeld, schon vor einigen Monaten, als Corona noch nicht unseren Lebensalltag bestimmt hat. Und da hatten die schon ein relativ klares Programm, dass sie sich für einen europäischen Mindestlohn einsetzen wollen, dass sie um eine europäische Mindestsicherung kämpfen werden, also tatsächlich armutsbekämpfende Maßnahmen auch versuchen, durch den Rat durchzubringen. Da gibt es ja auch relativ großen Druck, der nicht nur auf Deutschland lastet, sondern insgesamt sowohl auf der Kommission als auch auf dem Rat, da was zu unternehmen. Immer noch lebt ein Fünftel der europäischen Bevölkerung oder der Bevölkerung der Europäischen Union in Armut oder ist unmittelbar von Armut bedroht. Es gab darüber hinaus die Idee, eine Richtlinie zum Beispiel für Plattformarbeiterinnen und Arbeiter zu erlassen, das heißt, deren Arbeitsbedingungen auf eine solidere Rechtsgrundlage zu hieven. Das könnte für Marx sehr interessant sein. Und darüber hinaus machen sie jetzt die Jugendgarantie wieder stark, was vor allem jüngeren Europäerinnen und Europäern helfen soll, die jetzt von Arbeitslosigkeit wahrscheinlich betroffen sein werden als Folge der Krise. Und das sind so Sachen, da muss man ganz aufmerksam wirklich drauf achten und auch Druck machen öffentlich. Und ich glaube, das ist uns auch tatsächlich ganz gut gelungen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft eben genutzt werden muss für einen Paradigmenwechsel insgesamt in der europäischen Politik, aber eben auch dahingehend, dass gerade sozialpolitisch, also die sozialpolitische Kohäsion vorangetrieben wird, nicht in dem Sinne, dass alle Standards vereinheitlicht werden, sondern dass es eben um gute Arbeit geht und gegen Armut gekämpft werden muss. Das ist das eine, aber da weiß ich noch nicht, ob die deutsche Ratspräsidentschaft das wirklich so vorantreiben wird. Die andere Sache ist, und da gab die Kanzlerin keine Prognose ab, ob es gelingt, endlich zu einem solidarischen Migrationsregime quasi zu kommen, also eine solidarische Migrationspolitik umzusetzen. Also die Widersprüche zwischen Mitgliedstaaten ja so enorm, aber der Handlungsbedarf eben auch erdrückend groß, wie wir alle wissen von den Bildern aus den Lagern in Griechenland oder den dramatischen Szenen, die sich tagtäglich auf dem Mittelmeer abspielen. Aber wenn da keine Prognose abgegeben wird, dann ist das der diplomatische Sprech dafür, dass es dazu oder darin erstmal demnächst keine Einigung geben wird. Das heißt, ganz entscheidende politische Themen werden einfach tatsächlich jetzt auf der Strecke bleiben oder verschoben werden. Und es geht alles eben um diese Verteilungsfrage, wer zahlt für die Krise. Das ist das dominante Thema der deutschen Ratspräsidentschaft. Vielen Dank, Martin. Ich würde gerne eine Frage noch, die aus dem Publikum kann, an Lisa stellen, weil du vorhin auch sozusagen das Paket oder sozusagen die Pakete der Kommission kurz darauf eingegangen bist. Und es gab die Frage, woher das Geld eigentlich für die Corona-Pakte kommen soll und in welchen Bereichen wir möglicherweise schon Kürzungen zu erwarten haben. Also sozusagen, vielleicht kannst du das kurz
beantworten, weil du ja auch gesagt hast in deinem vorigen Beitrag, dass das eine ganz zentrale Frage sein wird, wer die Krisenkosten tragen wird, und vielleicht verbinden damit, was euer Vorschlag ist, wer die Krisenkosten tragen sollte oder wie die Finanzierung aussehen soll. Mhm. Danke. Wer soll für die Pakete bezahlen? Das hängt jetzt natürlich davon ab, von welcher Ebene wir sprechen. Wenn wir mal auf die EU-Ebene gehen, also dieser Plan für den Recovery Fund, der funktioniert eben so, dass die Europäische Union, die Europäische Kommission das Ausmaß, in dem sie quasi Eigenmittel haben darf, das heißt eigene Einnahmen, um die EU-Ausgaben zu finanzieren, das aufstocken lässt vor den Mitgliedstaaten. Bisher ist das sehr gering, das wird auch gering bleiben, ich glaube, wir sind irgendwo bei 2% oder so, aber das wird aufgestockt. Das heißt, die Europäische Kommission hat vor, eigene Einnahmen zu generieren und damit diese Schulden, die aufgenommen werden für den Recovery Fund, zurückzuzahlen. Da sind eben im Gespräch zum Beispiel CO2-Zölle. Also das wären eigene Einnahmen, das ist kein direkter Transfer dann von den Mitgliedstaaten zur Europäischen Kommission. Ein Teil des Geldes wird aber wahrscheinlich über die Beiträge der Mitgliedstaaten zum Budget dann zurückgezahlt werden, aber das wird alles noch verhandelt. Also diese Finanzierungsseite, da ist einfach noch sehr, sehr viel offen. Und sonst großteils, also eben der Großteil der Maßnahmen passiert in den Nationalstaaten und deswegen wird auch der Großteil der Verteilungsdebatte für die Krisenkosten in den Nationalstaaten passieren. Und das wird geprägt sein von dem, was der europäische Rahmen ist. Also gerade wenn es diesen Bezug gibt auf das europäische Semester, auf diese europäischen Defizitregeln, auf das neoliberale Korsett, dann wird das sehr stark beeinflussen, was auf der nationalstaatlichen Ebene passiert. Aber dort, denke ich, werden die großen Verteilungskämpfe sein. Und ich denke, es ist jetzt noch sehr früh, also jetzt traut sich noch fast niemand zu sagen, oder zumindest wo ich das verfolge in den Ländern, traut sich noch niemand zu sagen, wo jetzt dann überall gekürzt werden soll. Und man muss schon besonders frech sein, um jetzt Kürzungen im Gesundheitssystem zu fordern zum Beispiel. Wobei wir hatten schon, in Österreich hatten wir schon wieder einen Ökonom, der gesagt hat, es wäre trotzdem gut gewesen, Spitalsbetten abzubauen. Österreich hat so viele Spitalsbetten jetzt, auch jetzt immer noch. Ne? Also da muss man schon recht frech sein. Aber das ist da noch ein bisschen früh. Wo sich schon abzeichnet, ich habe zum Beispiel heute gelesen, dass in Frankreich einzelne Unternehmen und Unternehmensverbände jetzt schon ankündigen, sie wollen gern Sonderkollektivverträge verhandeln mit den Beschäftigten für die Corona-Krise, für die Wirtschaftskrise der nächsten Jahre. Und in denen machen sie Zusagen, dass Jobs bestehen bleiben im Gegenzug für Lohnkürzungen. Also die gehen jetzt schon auf die Gewerkschaften zu und sagen, sowas wollen wir verhandeln. Die Gewerkschaften sind noch sehr vorsichtig, aber da sehen wir schon sozusagen, wie sich's aufbaut. Also auf dieser Ebene der Beschäftigten und der Krisenbewältigung innerhalb der Betriebe, auf der Ebene der Gesellschaft des Ganzes und was die staatlichen Ausgaben angeht, da hat es in manchen Staaten ja schon ein bisschen begonnen. Mancherorts versuchte die Linke das auch explizit schon zu führen. Es gab ja in Deutschland auch schon ein bisschen jetzt die Debatte eben um Reichensteuern. Und wir haben eben in Österreich auch bei TAKT das aufgegriffen und hängen uns da schamlos den deutschen Lastenausgleich und fordern für Österreich einen Corona-Lastenausgleich von den Reichsten. Wir haben uns gedacht, nicht immer nur dürfen die Rechten die Vergangenheit für sich vereinnahmen, egal ob es angemessen ist oder nicht. Wir machen das jetzt auch. Ja, man muss da sozusagen alles auffahren, was man hat. Und der Vorschlag sieht vor, dass für ein Vermögen von über 5 Millionen pro Person 10% abzugeben sind für die Corona-Krise. Und das staffelt sich dann hoch für alles über 1 Milliarde, das sind 60%. Und wir waren ganz happy, weil wir haben tatsächlich so ein Schlagzeilen gekriegt mit TAKT will 60% Abgabe von Milliardären. Das hat uns vorgemacht. Und das Ziel dahinter ist, quasi jetzt schon zu versuchen, die Debatte über die Krisenkosten auf unser Terrain zu ziehen. Also das ist in Deutschland nochmal ein bisschen anders, aber es ist ja auch nicht sehr gut dort. In Österreich ist es furchtbar, die Debatte über Vermögenssteuern. Die Maximalforderungen, die es gibt von der Sozialdemokratie, ist sowas wie 1% ab 5 Millionen oder 3 Millionen oder so. Und das gilt schon als Enteignung. Und das Ziel ist, okay, nein, wir führen das jetzt nicht auf diesem Terrain, sondern es ist eine historische Krise, es ist eine Ausnahmesituation, die Kosten sind riesig und deswegen braucht es auch einen großen Beitrag der Reichsten. Ja? Und wir lassen uns nicht ein auf dieses Klein-Klein und wir warten auch nicht, bis die Rechten und bis die Neoliberalen anfangen mit der Debatte über die Krisenkosten, sondern wir versuchen dieses Mal schon ganz aktiv das selbst zu führen. Ja? Das ist ganz interessant, weil die Reaktionen sozusagen
von den Parteien und von der Regierung ist sehr stark, das ist zu früh, für die Debatte ist zu früh, ne? Noch nicht. Ne? Aber das Ziel ist eben zu versuchen, das auch bis zu einem gewissen Punkt aufzuzwingen. Ne? Und das, denke ich, gelingt auch ganz gut. Das ist auch, um das von vorher von dir, Wenke, aufzugreifen, denke ich, eine der Lehren aus 2008. Ne? Also was 2008, 2009 ja teilweise auch passiert ist, ist, dass es diesen Moment gab, wo es so ausgeschaut hat, dass das würden die jetzt alle verstanden haben, dass das mit dem Finanzkapitalismus nicht so leibend ist und nicht so gut funktioniert. Und jetzt sind alle Keynesianerinnen und jetzt ist besser. Ne? Und so schnell konnte man gar nicht schauen, wurde die Krise gewendet, die Staatsschuldenkrise war da, die Umdeutung der Ursachen war geschehen, unbewahren in der Austeritätspolitik. Ne? Und uns das nicht wieder so schnell wegnehmen zu lassen, sondern jetzt da schon einzuhaken, ist, denke ich, ganz zentral. Und das heißt, glaube ich, für unterschiedliche politische Akteure unterschiedliche Dinge, ne? Je nachdem, in welchem Feld wir sind. Für Arbeit, Marc hat es auch schon gesagt, ne? Wird es heißen, dass da ganz klar sozusagen auch die Beschäftigten, die Gewerkschaften sozusagen die Pflöcke einschlagen und zu sagen, jetzt braucht es das und das und das. Und nein, wir sind nicht geduldig. Nein, wir warten nicht wieder 5 bis 10 Jahre. Ne? So. Also ganz klar da schon diese Akzente auch zu setzen. Ja, vielen Dank, Lisa, für diese Antwort und die Werbung auch für die Vermögensabgabe. Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir in vielen Ländern führen müssen und wahrscheinlich auch oder am besten noch auf der europäischen Ebene. Und du hast auch ein Stück weit ein Stichwort gegeben für meine Frage an Marc, nämlich auch mit dem sozusagen mit dem Beispiel aus Frankreich, dass an die Tarif- bzw. Kollektivverträge jetzt schon von Arbeitnehmerseite rangegangen wird. Wäre meine Frage an dich, Marc, wie bereitet ihr euch als Gewerkschaften darauf vor, dass es natürlich auch den Gegenwind ganz schnell wieder geben wird, zu sagen, die Krise ist da, sozusagen das Wirtschaftswachstum sinkt ab, die Prognosen sind, glaube ich, irgendwie sowas wie 7% Schrumpfung in Europa dieses Jahr des Wirtschaftswachstums und dass dann sofort gesagt wird, dann müssen die Arbeitnehmerinnen halt auch schlechtere Verträge mal in Kauf nehmen, beziehungsweise es gab noch eine Frage hier von den Zuschauerinnen auch, wie könnt ihr vielleicht auch als Gewerkschaften Kämpfe so führen und Lösungen für Beschäftigte so entwickeln, dass es mehr ist als auch nur einen Zustand, also ein Zurück zum Zustand vor der Krise, sondern was sind vielleicht auch, sagen wir, die transformatorischen, die vielleicht etwas visionären Forderungen, die man jetzt vielleicht trotzdem oder gerade jetzt unbedingt auch angehen müsste. Ich vergesse immer, das Mikrofon anzumachen. also es ist ganz spannende Fragen hier. Also zum einen müssen wir, was wir beobachtet haben, ganz am Anfang der Krise, ist ja, dass das unser Mittel vom Streik wurde uns ja eigentlich durch Arbeit von zu Hause und durch den Lockdown wurde ja vielen Gewerkschaften weggenommen. Und aufgrund dessen haben sich viele Tarifverhandlungen haben sich nach hinten verschoben. Jetzt das Problem ist, dass wir jetzt als Gewerkschaften innerhalb von Europa haben, ist, dass diese neuen Tarifverhandlungen eigentlich in einem ganz anderen ökonomischen Kontext stattfinden werden. Und da wird es hauptsächlich um die Fragen, die auch Martin aufgeworfen hat, so okay, was für Verteilung kann man eigentlich erzielen? Und oft, wie wir wissen, spielt sich die Gewerkschaftspolitik insbesondere in privaten Dienstleistungen gegen den Hintergrund, was eigentlich in der Exportwirtschaft und was eigentlich im Manufacturing oder in der Industrie stattfindet. In Österreich zum Beispiel gibt Metall und Energie eigentlich den Ton an, wie an alle anderen Tarifverhandlungen stattfindet. Und was das bedeutet, ist eigentlich, dass die Leute und die Beschäftigten, die während der Krise das System am Laufen gehalten haben, eigentlich den kürzeren ziehen werden, wenn es keinen Druck von unten geben wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gewerkschaften, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eigentlich darauf abziehen, okay, wie ermächtigen wir eigentlich die Beschäftigten und in den Betrieben selber zu organisieren, um halt Arbeits- und Gesundheitsschutz auszubauen. Und diese kleinen Kämpfe und diese kleinen Fragen können eigentlich wie ein Lauffeuer eigentlich durch Belegschaften laufen. Zum Beispiel, wenn man sich die
Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel jetzt anguckt, die halt wieder im vollen unterrichten müssen. Oder wenn man sich die Kassierer und Kassiererinnen in den Supermärkten, die auch schon zuvor erwähnt worden sind, anguckt, kommt es da wirklich darauf an, dass die Gewerkschaften eine Organisationsperspektive einnehmen und nicht einfach sagen, hey, die Makroökonomie und die gegenwärtige wirtschaftliche Lage lässt es halt nicht zu, höhere Tarifabschlüsse zu erzielen, sondern darauf pocht, dass diese Krise auch neue Chancen darstellt. In den USA in den 1930er, nach dem 1929 Finanzcrash, hat die Gewerkschaftsbewegung sich erneuert. Und wir müssen auch für eine Erneuerung der Gewerkschaftsbewegung in Europa kämpfen. Und das schließt auch an die zweite Frage an, die von den Zuschauerinnen kam. Und zwar, was machen die Gewerkschaften? Vor der Corona-Krise hat der Europäische Gewerkschaftsbund, der EGB, sich sehr darauf fokussiert, halt auf diese ganze Mindestlohndebatte. Und das ist auch schön und gut, dass die Gewerkschaften versuchen, auf die ganzen europäischen Debatten Einfluss zu nehmen. Unser Approach oder unsere Strategie diesbezüglich ist eigentlich versuchen, Gewerkschaften in Ländern in Zentral- und Osteuropa, in Südosteuropa und auch in Südeuropa zu stärken und aufzubauen und versuchen, denen die Werkzeuge zu vermitteln, wie sie diese Gewerkschaftsbewegung wieder neu aufbauen können. Und deswegen versuchen wir halt, während der Corona-Krise habe ich zum Beispiel an einem Aktionstag von ambulanten Pflegerinnen und Pflegern gearbeitet und habe dort die Pflegerinnen und Pfleger, die halt oft zu kurz gekommen sind und nicht genügend Handschuhe und Masken und so weiter hatten, weil die oft nur an die Ärzte und an die Krankenpflegerinnen selber gegangen sind, an das qualifizierte Personal, haben wir dort versucht, Druck und Organisation aufzubauen, was uns in manchen Ländern auch dann neue Gewerkschaften mit sich gebracht hat. Und das machen wir jetzt auch am 15. Juni international für die Gebäudereinigerinnen, wo wir auch wiederum sagen, so, hey, wir müssen in den Krankenhäusern, müssen wir putzen, wir müssen in den Einrichtungen, müssen wir in den öffentlichen Gebäuden, wo die Leute wieder zur Arbeit kommen, müssen wir putzen. Und dort sollen wir höher, und da fordern wir ganz konkret höhere Löhne, und unsere Gewerkschaften unterstützen auch diese Forderung. Super, vielen Dank, Marc. Und vielen Dank an euch alle für die spannende Diskussion, für das spannende Gespräch. Ich habe total viel gelernt, nicht nur darüber sozusagen, wie die aktuelle Politik zu bewerten ist, sondern auch in ganz vielen von euren Beiträgen sind Dinge angeklungen, wie zum Beispiel, was lässt sich politisieren, also was Lisa gesagt hat zum Beispiel, wie politisieren wir die Frage, wessen Leben schützenswert ist. Ihr habt an ganz vielen Punkten immer wieder darüber gesprochen, wie können breite Bündnisse, parlamentarische und außerparlamentarische, geschaffen werden und auch eine europäische und internationalistische Politik angestoßen werden von linken Akteuren. Und ich hoffe, das war für euch und also für alle, die hier waren, auch inspirierend. Vielen lieben Dank, Martin, Marc und Lisa, für eure Beiträge. Für alle, die jetzt jemanden haben zu Hause, der oder in ihrem Freundeskreis, der nicht dabei sein konnte, wir zeichnen das Webinar auf und werden es dann bei YouTube auch zur Verfügung stellen und veröffentlichen. Das heißt, man kann das auch nochmal nachhören. Und ganz zum Abschluss würde ich nochmal zeigen, dass wir nächste Woche uns zum Thema EU-Migrationspolitik hier wieder treffen. Gleiche Uhrzeit. Mit einer Kollegin von Martin, auch aus dem Europaparlament, die dort seit Jahren zur Migrationspolitik arbeitet, mit einer Kollegin von Sea-Watch und der Kampagne Leave No One Behind, mit Marta Stojic-Mitrovic aus Serbien, die zur Situation von Geflüchteten entlang der Balkanroute forscht, und mit Nathalie Raffaella Kavkutsu, die im griechischen Flüchtlingsrat arbeitet und berichten wird über die Situation von Geflüchteten
in den griechischen Lagern, nicht nur auf den Inseln, sondern auch auf dem Festland. Und wir sind auch ganz gespannt auf die Debatte dort, weil Martin hat es schon gesagt, das ist eine der spannendsten Themen, die in den nächsten Monaten uns auch europapolitisch beschäftigen sollen, weil die Europäische Kommission angekündigt hat, es gibt noch vor dem Sommer ein Asylpaket, das sie vorstellen wird und das vermutlich eine ganze Reihe von sehr, sehr schwierigen und kritischen Punkten auch haben wird, gegen die es irgendwie auch zu mobilisieren und Politik zu machen gilt. Insofern die Einladung für das nächste Webinar in der kommenden Woche und in der Woche darauf wollen wir auch noch mal tiefer in Fragen, die wir heute diskutiert haben, einsteigen zur politischen Ökonomie der EU und das verbinden mit der Frage nach einem Green New Deal, also auch eine Frage, die Lisa aufgeworfen hat, wie verbinden wir eigentlich die aktuelle Krisenpolitik mit der Frage, wie lösen wir den Klimawandel, beziehungsweise wie kommen wir tatsächlich in eine sozial gerechte Klimapolitik in Europa? Vielen Dank für eure Teilnahme, vielen Dank für die spannende Debatte und bis zum nächsten Mal hoffentlich.